was war denn da? Bild. Was macht deine Wiesenvorbereitung? Oh ja. Null. Null. Die ist bei Null. Null. Frust? Immer Lust. Kurzfristig. Bei mir ist immer alles kurzfristig. Meistens am gleichen Tag. Wie fühlt man sich denn so frisch aus dem Urlaub zurück? Ja, man fühlt sich nicht so gut, weil es halt in München ja auch extrem kalt ist gerade im Moment. Und ich fühle mich so ein bisschen schockgefrostet, als ob ich direkt vom Sommer in den Winter komme. Also eigentlich fühle ich mich nicht gut. Ja? Und meine Klamotte, das Motto hat mir heute auch nicht so gepasst, weil Dinner Rosé ist ja eigentlich ein tolles Motto. Aber es passt hier gar nicht zum Wetter. Ich hätte lieber schwarz getragen. Ah, was macht die Wiesenvorbereitung? Ich gehe gar nicht auf die Wiesen. Ehrlich? Ein Wunder, Alessandra geht nicht auf die Wiesen. Ich als alte Münchnerin, wirklich. Aber ich. Ja, also ich mache mich etwas nützlich. Das heißt vom Plattenteller zum Küchenteller sozusagen. Weil ich die Küche hier so liebe und der Chefkoch auch sehr, sehr nett ist, haben wir jetzt beschlossen, dass ich einen Kochkurs mache. Und bevor jetzt der Event losgeht, mache ich jetzt noch schnell einen Schnupperkurs sozusagen. Und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja genau, ist ja eigentlich top secret. Bei uns kochen die Gäste, verstehst du? Damit man es einigermaßen essen kann. Ja, genau. Ja, so ist das nämlich bei uns. Genau. Andere Leute müssen singen, wenn sie nicht gezahlt. Und wenn die Gäste selber kochen, dann kann überhaupt nichts passieren. Okay? Ja, nein. Und so charmant die natürlich dann schon gleich überhaupt. Ja, mit so einer guten Ausbildung, die sie da hat, ne? Ja, ich war ja in der Hauswirtschaftsschule, aber das überhaupt schon gemacht. Ja, das ist, alle schönen Frauen waren in der Hauswirtschaftsschule. Ja, viele waren auch also in der Wirtschaftsschule. Das ist kein Witz, aber ja, das macht schon. Und irgendwie ist das jetzt mal so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Die Mädels kochen nicht mehr, ja. Ja, aber da gibt es ja gute Ideen. Man lacht sich einen Kuchen an. Verstehst du? Genau, so sieht es aus. Muss man immer kochen. Und wenn er dann noch so fesch ist, gell? Jetzt kommt. Ja. Wow. Jetzt wissen wir den Trick für schöne Fotos. Birgit, warum ausgerechnet Rosa? Ja, Rosa ist die Farbe des Jahres und ja, die wollten wir aufgreifen und alle Frauen tragen, denke ich, gerne Rosa. Und man sieht ja auch heute, die Männer haben ja auch viele Rosa an. Und da haben wir gesagt, nehmen wir doch einfach mal ein anderes Thema oder ein anderes Motto als diese Waldpartys und wollten ein Dinner Rosé und dann natürlich auch noch zum guten Zweck. Steht dir entzückend, sieht super aus und sieht auch an euch wunderbar aus. Ich würde ein bisschen kämpfen. Oh, danke, Amir. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein rosa Hemd trage und einen weißen Anzug. Das kommt gleich aus der Zeit. Dankeschön, Dankeschön. Sag mal, ihr zwei seid absolute Powerfrauen und stemmt sowas alleine oder habt ihr vielleicht möglicherweise doch noch jemanden vom männlichen Geschlecht, der euch in dem Fall so ein bisschen in die Arme greift und unterstützt? Wer könnte das sein? Wir haben ja schon die Beine und die Männer zu Hause, die können auch mal Rücken frei halten. Sehr, sehr stolz sind. Auch wenn wir manchmal nicht so oft zu Hause sein können, weil wir dann eben solche Abende organisieren und andere Events. Vielen Dank an euch. Erstmal finde ich das toll, dass Timothy hier sich zur Verfügung gestellt hat zu moderieren. Und auf die Stones verzichtet hat. Also da kann ich jetzt dazu sagen, ich habe das nur gekauft, damit mein Sohn wirklich noch gescheite Musik abbekommt und er geht mit seinem Gitarrenlehrer. Also insofern ist alles okay, es passt. Also die Eagles, dieser Charity Golf Club, zieht seit 24 Jahren durch Deutschland und versucht Geld einzusammeln für diejenigen, die auf der Schattenseite stehen. Das versuchen wir mit dem Golfspielen zu machen. 128 Prominente haben sich der Sache verschrieben. Ich bin heute Abend noch schwer am Kämpfen, dass ich eine junge Dame von mir sehe, die ich noch als neues Mitglied in den Club reinholen möchte. Und Christina Wess, was mir eingefallen ist, die haben sie alle gesagt, dieses großartige Lied der Jahrhunderts, den du gemacht hast. Weißt du eigentlich, wie der Titel entstanden ist? Als du bei Let's Dance getanzt hast, im sehr kurzen Rock, da haben die alle gesagt, atemlos. Christina Bach. Ja, und wir haben auch einen Unternehmerclub, der uns seit vielen Jahren unterstützt, der dafür sorgt, dass wir keine Verwaltungskosten haben.
Und da hoffe ich, dass ich heute Abend noch den Einladungskampf gewinnen kann. Er hat mir eigentlich schon zugesagt, aber jetzt kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Also 30 Millionen haben wir bisher eingesammelt. Und Sie werden heute Abend noch etwas sehen, wofür Institutionen, die wir unterstützen. Und das mit sehr viel Herzblut und Spaß nach dem Motto Spielend helfen. Sportgymnastik, das ist 8 Stunden Training am Tag, den Traum von Olympia zu ermöglichen. Rhythmische Sportgymnastik ist eine absolute Randsportart, das ist kein Fußball. Man weiß, ein Fußballer im Stadion wird sehr viel Geld investieren, in rhythmische Sportgymnastik leider gar nicht. Das Einzige, was da unterstützt wird, sind die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Alles andere müssen sich die Mädchen wirklich selber finanzieren. Ob das jetzt der Weg zu der Trainingsstätte ist, ob das die Internatskosten sind, ob das die Anzüge sind, ob das die anderen Wettkämpfe, die sie bestreiten müssen, sind. Das ist leider sehr, sehr teuer und manche von diesen Mädchen, die auch sehr talentiert sind, können sich das einfach nicht leisten. Und deswegen habe ich beschlossen, so ein Projekt aufzurufen und ja, ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich hier heute stehen darf. Danke. So, und wenn wir richtig im Programm, entschuldige, dass ich den Applaus unterbrochen habe. Magdalena, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre und finde das toll, dass du dich auch für deine Sportart engagierst, weil das ist ja das große Problem bei Randsportarten. Es gibt zu wenig Unterstützung und es gibt zu wenig Menschen, die dafür zu begeistern sind. Wenn Sie dann hinterher eine Magdalena auf der Bühne sehen, wie das früher der Fall war, dann sind Sie alle begeistert, aber dass man erstmal dahin kommt, ist ein unglaublich weiter Weg. Und wenn ich richtig informiert bin, beim Programmablauf müsste jetzt ein kleiner Film kommen. Stimmt das? Noch nicht. Okay, Margit, dann bist du dran. Ja, liebe Gäste, ich möchte Sie heute Abend ganz herzlich hier begrüßen. Ich habe das sicherlich schon mit einigen persönlich tun können. Aber eben nicht alle, deswegen herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie da sind. Insbesondere möchte ich mich bei den Gastgebern bedanken, die es mir heute ermöglichen, überhaupt hier zu sein, nämlich Frau Birgit Fischer-Höfer und Sabine Piller. Und ich denke, das ist ein ganz besonderer Applaus wert für uns alle, weil wir haben ein wunderschönes Ambiente. Herzlichen Dank. Und dann möchte ich auch nicht vergessen, unseren Präsidenten noch einmal zu erwähnen, ja, lieber Frank, du bist nicht nur unser Präsident, du bist auch Mensch und du bist Freund. Ja, Aktion Kinderträume. Seit nunmehr 13 Jahren unterstützen wir mit Aktion Kinderträume Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern. Lebensbegrenzt erkrankte Kinder heißt, dass wir ganz eng, sehr eng mit dem Bundesverband Kinderhospiz zusammenarbeiten und mit allen Kinderhospizen, ambulanten Kinderhospizen in Deutschland. Davon gibt es sehr viele, aber im Anbetracht des Namens Hospiz weiß jeder von uns, was eigentlich damit gemeint ist und dass das eigentlich unweigerlich mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. In Deutschland gibt es, und viele wissen das nicht, derzeit 42.000 unheilbar kranke Kinder. Davon sterben jedes Jahr 5.000. Und nichts ist in dem Moment mehr so, wie es dann gestern noch war. 70% der Kinder erleiden schwere Behinderungen während der Geburt. Einmal durch die Geburt, durch Fehler bei der Geburt und auch durch einen angeborenen Gendefekt. 30% von den Kindern erleiden im Kindesalter eine schwere Krankheit.
eine schwere Krankheit, das ist, vielleicht hat jeder von uns irgendwo in irgendeinem Bekannten- und Freundeskreis das schon mal irgendwo gesehen oder gehört oder erlebt, eine schwere Krankheit, die von heute auf morgen über diese Familie einbricht und die das ganze Leben völlig aus den Fugen geraten lässt. Wenn der Arzt sagt, ihr Kind ist unheilbar krank, wir können nichts mehr tun, ist das ein Satz, den wir alle verstehen, aber mit dieser Diagnose gehen diese Familien nach Hause und haben ein Kind, was sie verlieren werden. Das ist etwas, was in einer Dimension sich wenige vorstellen können, denn von heute auf morgen bricht der Himmel ein und nichts kann das Ganze aufhalten, was den Eltern dann bevorsteht. Es gibt nichts zu tun. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, es müsste ja vielleicht da noch ein Arzt und hier noch was. Es gibt nichts mehr zu tun, außer dieses Kind zu begleiten. Das Begleiten eines lebensbegrenzt erkrankten Kindes, du weißt es, ist ein manchmal kurzer Weg von ein paar Monaten und manchmal auch ein paar Jahre. Diese Jahre beinhalten 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, manchmal keine Nacht zu schlafen und immer wieder die Angst und die Sorge um das Kind, wo die Diagnose eigentlich feststeht. Zu dem Leid und zu all der Trauer, die grenzenlos ist, kommt natürlich auch noch die finanzielle Not hinzu. Das ist das, was wir seit 13 Jahren erleben und was man sich auch wiederum so nicht vorstellen kann, weil es eigentlich auch nicht zu begreifen ist. Wir haben natürlich viele Institutionen, die uns eigentlich da im Land unterstützen könnten, wie die Krankenkassen und vieles mehr. Aber die Kassen haben dafür oft kein Geld und der Kampf, um dieses Geld zu bekommen, weil es etwas Wichtiges ist, was diese Familien brauchen, dauert manchmal Monate. Ausfüllen, Bürokratie und alles, was dazukommt. Da setzen wir an, weil diese Familien plötzlich von einem Moment auf den anderen Rampen brauchen. Sie haben vielleicht viele von uns ein Haus gebaut, zwei Autos fahren, wir gehen beide arbeiten, Mutter und Vater gehen arbeiten und dann auf einmal ist das alles nicht mehr so und das Geld fehlt an allen Ecken. Das heißt, ein behindertengerechtes Auto muss her, der Rollstuhl muss speziell angeschafft werden und vieles, vieles mehr, was wir Treppenlift und so weiter, um die Eltern überhaupt erstmal zu entlasten. Ich möchte Danke sagen, dass ich heute hier sein darf und ich möchte Ihnen danken, dass Sie uns unterstützen möchten. Denn nichts ist selbstverständlich und vor allem denken Sie daran, diese Eltern verlieren ihr Kind. Herzlichen Dank. So, als ich die Idee hatte, mit der Sabine zusammen, das Dinner Rosier zu veranstalten, habe ich den Fleschi angerufen und habe ihn gefragt, ob er wieder dabei ist mit den Eagles und er hat sofort ja gesagt und ich habe ihn gefragt, wen wollen wir berücksichtigen und dann hat er mir gesagt, er möchte so gerne den Verein von der Margit Trönnig berücksichtigen. Aufgrund dessen haben wir telefoniert und wir waren uns gleich einig und somit bin ich ganz froh, dass Sie heute hier sind und dass wir Gutes tun konnten für Ihre Stiftung. Und wir haben auch eine ordentliche Summe zusammengebracht, ja, die ich jetzt gleich zeigen möchte. Aber vielleicht möchte der Fleschi auch noch kurz was dazu sagen. Deshalb überreiche ich nochmal ganz kurz das Mikrofon. Nein, ich habe das ja eben schon gesagt. Also die Eagles stehen dafür, da zu helfen, wo es dringend notwendig ist. Und ich habe unheimliche Achtung vor Menschen, die sich persönlich engagieren, die Herzblut zeigen, die auch ihr Herz am richtigen Fleck haben und die Herzlichkeit auch nach draußen transportieren können. Und das ist uns wichtig, wenn Stiftungsinitiatoren auch wirklich sich den Popo aufreißen. Und das finde ich unheimlich wichtig und das weiß ich bei der Margit. Deswegen unterstützen die Eagles das sehr, sehr gerne.